So unterschiedlich und bunt kann Schwarz eben auch sein. Ob maskenverhüllt, vampiresk, mit scharfen Eckzähnen oder doch irgendwie aufreizend, beim Wave Gothic Treffen in Leipzig ist erlaubt, was gefällt. Da gehört eine Gasmaske genauso zum Outfit wie der Leichenwagen als Familienkutsche. Es ist egal, welche politische Richtung du bist, es ist egal, welche Hautfarbe du hast, es ist völlig egal. Hier sind wir alle gleich. So offen und positiv und tolerant miteinander, das ist einfach wie eine große Familie. Schon zum 28. Mal strömen Steampunks, Latex-Fanatiker und andere Liebhaber morbider Fantasien nach Sachsen. 20.000 allein an diesem hochchristlichen Pfingstwochenende. Es ist das größte Gothic-Festival der Welt. Ein Viertel reist sogar extra aus dem Ausland nach Leipzig. So manche Vorurteile werden ausgeräumt. Die Leipziger freuen sich über ihre schwarzen Gäste und haben eben gemerkt, die sehen vielleicht zum Teil ein bisschen gruselig aus, aber essen keine Kinder und keine Katzen. Feiern stattdessen eine 4 Tage lange Party in der ganzen Stadt. Mit Musik, Lesungen, Kunst. Eines der Höhepunkte auch das viktorianische Picknick im Stadtpark. Gothic, eine Subkultur, Anfang der 80er Jahre aus dem Punk- und New Wave-Umfeld hervorgegangen. Mehr als nur eine Ansammlung seltsamer Gruftis, inzwischen für viele ein Lifestyle. Das ist schon sehr offen für alle Stilrichtungen und das ist das Schöne. Jeder das Leben kann, was er will, das kann er ja nicht immer im Alltag und das kann er jetzt hier. Die kleine Flucht in eine andere Welt. Bunt, lebensfreudig und mit weniger Berührungsängsten als gedacht.